Auf geht's nach Berchtesgaden. So, an dem Schild sind wir ja vor ein paar Monaten schon gestanden, als ich mit dem Simon durch die Westwand vom kleinen Watzmann bin. Jetzt sind wir hier, die zwei Wege zusammentreffen, jetzt hoch zur Kyra und Alm und dann da durchs K und hier durch die Ostwand auf die Mittelspitze. So, schön, die letzten Nebelschleier lichten sich. Das ist jetzt übrigens auch das allererste Mal tatsächlich, dass ich alleine in den Bergen bin oder überhaupt alleine auf Tour. Deswegen ja, werde ich wahrscheinlich auch mehr in die Kamera reden als sonst, vielleicht um für ein normales Gespräch zu kompensieren, wer weiß. Würde mich interessieren, so, welche Art von Videos euch am besten taugt. Yeah, erste Sonnenstrahlen des Tages. Es ist tatsächlich nur knapp über eine Stunde bis an die Kyra und Alm gebracht. Das habe ich irgendwie deutlich länger und mühsamer in Erinnerung gehabt, aber gut so. So, ich habe mich gerade sinnloserweise versucht, durch dieses Geröllfeld durchzukämpfen, bis ich gesehen habe, dass hier außen eine Spur durchgeht. Viel bequemer außenrum und direkt zum Einstieg. Da gehen wir jetzt nach. Sonne! Woo. So, jetzt hier im Einstieg. Also Zeug ausziehen, verdammt heiß, Helm anziehen, Gurt anziehen, dann schauen wir weiter hoch. So, da sieht man einen Bohrhaken am Einstieg von der ersten Rinne. Ich esse jetzt noch einen Apfel und einen Riegel und dann mache ich mich auf. Bin ich hier am berühmten Widerband. Schön. So, gerade diese Rinne da hoch. Schnee lässt sich schön treten. Eisgerät hat guten Grip. Bin ich auch echt froh, das heute dabei zu haben und nicht meinen anderen Pickel. Und ja, geht gut voran, würde ich mal behaupten. Ja, mit Steigeisen wäre es wahrscheinlich noch besser, aber der Schnee hat hier echt eine schöne Konsistenz, um auch so mit den Schuhen Stufen zu schlagen. So, wie man sieht, weisen nicht nur die Spuren den Weg, sondern auch der rote Punkt hier. Und ja, gehen wir mal voran. Ums Eck müsste das Band jetzt ziemlich schmal werden, laut der Beschreibung. Mal schauen. So, ich bin jetzt ungefähr eine Stunde in der Wand gewesen schon. Bis jetzt sehr, sehr eindrücklich die Tour. Richtig schöne Stapferei, interessante Kletterstellen. Nicht so super schwer, aber auf jeden Fall anspruchsvoll, würde ich sagen. Gerade nach dem schmalen Band, da sieht man wieder einen roten Punkt. Hier geht es die Rinne hoch und gebt euch diese Wand, die richtige Ostwand.
Das ist einfach nur gewaltig. So, das müsste jetzt die letzte Rinne vor dem Gipfel sein. Jetzt gerade hier über diese Felsplatten hoch. Da drüben in der Rinne wäre es mit Sicherheit leichter gegangen. Aber wenn wir nochmal Bock auf ein bisschen leichte Kletterei gehabt hier. Und das ist auch sehr gut machbar, würde ich behaupten. Ah, geil! Viertel nach eins an der Mittelspitze. Ziemlich genau 2 Stunden für die Wiederroute gebraucht. Sehr schön. Und liege auch so im Zeitplan, dass ich jetzt halt noch weiter Richtung Südspitze schauen werde. Die Überschreitung komplett mache. Ohne Hocheck, aber irgendein Hoch muss man sterben. Jetzt gibt es noch einen Apfel und einen Riegel. Mahlzeit. Ich ziehe jetzt trotzdem mal meine Steigeisen an. Einfach auch, um es mal zu testen, weil ich die jetzt neu habe. Super leicht, Petzl-Irbis-Hybrid. Mal schauen, was die so können. Vom Design auf jeden Fall sehr interessant hier mit dieser Dyneema-Schnur. Und lassen sich halt super kompakt, super leicht zusammenfalten. Vorne trotzdem Frontzacken aus Stahl. Mal schauen. So, jetzt sind wir in der ersten Klettersteigstelle. Geht gut, würde ich mal sagen.
So, ja, jetzt geht's hier dahin. An der Überschreitung meine Steigeisen wieder ausgezogen, weil es halt einfach viel einfacher und schneller ist, hier in dem Gelände ohne Steigeisen zu gehen. Es ist super eingespurt. Entweder wirklich Gehgelände oder Stahlseil versichert. Das macht das Ganze echt entspannt, aber auch echt richtig, richtig spaßig. Tatsächlich schon an der Südspitze, oder wie? Krass, das ist jetzt gefühlt echt richtig, richtig flott gegangen. So, beim Abstieg hieß es ja auch, dass der nicht ganz einfach sein soll, aber bis jetzt ist das echt super Weg, easy zu finden. Ja, hier sogar eine kurze Drahtseilpassage. Ja, kommt mal gut runter, würde ich mal behaupten. Der Abstieg zieht sich ganz schön. Gerade ein bisschen Probleme mit meinem rechten Fuß. Deswegen habe ich jetzt nicht ganz so sehr Gas geben, aber das passt schon. Runter komme ich auf jeden Fall und das ist das Allerwichtigste. Tschüss Sonne, die letzten Strahlen des Tages. Ich werde dich vermissen. Das war jetzt eine ganz schöne Qual noch da runter. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wimbach-Gries. Jetzt muss ich nur noch 10 Kilometer rausharzen. Das ist okay. Ich mache jetzt nochmal kurze Pause, wenn ich ein schönes Fleckerl sehe. Und dann denke ich fast eine Schmerztablette reinhauen wegen meinem rechten Fuß. Esse noch meinen letzten Riegel und dann latsche ich hier gemütlich raus. Servus erstmal an alle, die noch dran sind. Nicht zu viele vermutlich. Das Video ist echt lang geworden, aber es ist jetzt mal ein anderer Stil. Wollte ich mal ausprobieren. Lasst mir da gerne Feedback in den Kommentaren da. Das Ganze ist jetzt mittlerweile 2 Wochen her für mich. Das Ganze erstmal sacken lassen. Es war auch ein ziemlich intensives Erlebnis. Das erste Mal überhaupt allein in den Bergen und dann gleich so eine doch relativ anspruchsvolle Tour, würde ich mal behaupten. Insgesamt habe ich für die Tour 10 Stunden gebraucht, Car to Car. War wesentlich schneller, als ich gedacht hätte. Trotzdem, dass ich mich mal kurz verlaufen hatte, am Anfang im Geröllfeld Zeit verloren habe und dann für die Kamera doch ein paar Mal kurz hin und her gegangen bin. Ja, muss ich sagen, hat sich das Training die letzten Monate auf jeden Fall bezahlt gemacht und es ist auch ein cooles Gefühl, dass dann so zu sehen. Jetzt sind wir ja in Deutschland wieder im Lockdown.
Das heißt, es werden erstmal keine Bergtouren kommen. Vermutlich bis nächstes Jahr auf jeden Fall mal. Ich habe noch ein, zwei andere Ideen für Videos, die, denke ich mal, für einige doch auch relativ interessant sein könnten. Also ja, bleibt gespannt, bleibt gesund, bis bald. Servus.